Hallo, herzlich willkommen, liebe Motu-Fans und Ski-Raver, zum neuen Unboxing der Neo Vintage. Heute mal wieder bei mir. Der Jens, der hat einen kleinen Karton mitgebracht. Du hast Genau. nämlich noch ein paar Neuzugänge gekriegt. Genau. Wir hoffen, ihr seid jetzt damit zufrieden, dass wir das Ding jetzt Inboxing nennen. Wir haben also auf die Kritik ein bisschen reagiert. Das heißt also, ich hoffe, jetzt kann sich darüber keiner mehr beschweren. Ja, wir machen heute ein ja, quasi Review und nennen es einfach Inboxing. Ja, und zwar über den Gold Statue He-Man. Ja. Wollen wir auch direkt anfangen, oder? An. Ja, wie man sieht, die Karte wieder wie geleckt. Super 7 hat einen tollen Job gemacht. Da ist nichts dran, nichts geknickt, nichts angeditscht, keine Stresslinien, gar nichts, keine Kratzer auf dem Blister, nichts. Ne? Dann natürlich wieder Essien on TV, was ja alle von den Neo-Vintage-Figuren von Super 7 haben. Außer Eldor und Hero. Ja, und Die waren auch nicht im hier. Fernsehen. Das ist richtig. Und natürlich den He-Man selbst. Im Grunde genommen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch dazu gerne nochmal unser Unboxing-Video, nicht Inboxing, Unboxing-Video angucken, zum He-Man oder zum entsprechenden Robot-He-Man, denn das ist ein 1:1-Abguss, ist ja der Robot-He-Man auch, obwohl natürlich, ja, der Robot-He-Man einen anderen Kopf hat, aber naja, das ist ja wirklich. Ja. Und viel kann man über diese Figur nicht sagen. Es ist komplett alles in einem sehr, sehr schönen, finde ich, Gold gehalten, was je nachdem, nun bei Tageslicht oder etwas dunklerem Zimmer, ein bisschen anders aussieht. Das ist ein sehr, sehr schönes Gold. Dahinter haben wir auch schon die bekannte Mini-Comic-Blende mit He-Man vor Castle Grayskull in seiner Verwandlungspose. Jo, viel mehr ist es nicht. Der Punch-Hole ist hier auch Das ist drin. die normale He-Man-Karte da hinten drinnen, ne? Du meinst diese Karte hier? Ja. Ja, Oder, das. ach nee, das ist die von dem Transforming He-Man, oder? Oder war die bei dem normalen auch mit bei? Nee, sind die gleichen. Ach, das sind alles die Das sind, gleichen. ja, genau, das sind die gleichen. Und haben wir nicht einen normalen hier vom Transforming He-Man haben wir ja auch gerade hier zum Glück. Das ist die gleiche, ne? Ja. Auf jeden Fall die. Weil ich weiß jetzt nämlich nicht bei dem, außer Wave 1, dem He-Man, was da jetzt für eine drinne war. So, dann hat er die normalen Waffen dabei, das Zauberschwert und auch das Schild. Und das alles Den. in den Schild, genau. Den Schild. Der, die, Ja, das. das haben wir uns doch schon mal gefragt, ne? Ja. Ja, und so heißt es tatsächlich, sagen wir mal bei einem Verkehrsschild, das Das. Verkehrsschild. Ja. Und hier heißt es den Schild. Der. Ja, der Schild. Der Der Schild. Schild, nee, Er oder hat den Schild. den Schild in der Ja, Hand. genau. Ja, so, ja, richtig. Ja, ja, nein, ja. Ja, genau. Natürlich haben wir jetzt hinten auf der Karte einen Screenshot, nicht so schön neu gemacht, wie sagen wir zum Beispiel hier bei Hast du keine? Bei Trapjaw, den haben wir da oben zum Beispiel. ja, genau. Das finde ich auch ein bisschen. Also mit diesen einfach so Bilder aus dem Cartoon nehmen. Okay, darauf ist die basiert die Figur ja, aber ich finde es jetzt so ein bisschen lame. Ne? Ja. Gut, viel mehr gibt es da auch nicht großartig zu zeigen. Hier haben wir noch den Hüftschwung, der da beworben wird, plus Figuren aus sämtlichen Waves halt, wie es auch schon bei den anderen Figuren waren. Ne? Also das scheint aber auch so gegossen zu sein, ne, in der Farbe, oder ist es Ja. angemalt? Nee, nur die Augen und die Augenbrauen. Also eigentlich wie beim Crystal Man at Arms, ne? Also ich würde sagen, dass es tatsächlich auch in der Farbe gegossen ist. Es macht ja keinen Sinn, dass. Ja.
Oder es ist wirklich drüber lackiert. Naja, das sieht aber nur nicht so aus, ne? Ja. Sonst hätten sie, also die Hose, in der Hose ist es auch golden. Also wäre wahrscheinlich komisch, da noch irgendwie anzumalen. Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich alles aus einem Guss sein. Ist dann vielleicht auch so gar nicht schlecht, dass da nicht irgendwie was abkratzen kann oder sowas, ne? Aber stell dir mal vor, das ist so ein normaler He-Man aus Wave 1, den haben sie nur angesprüht. Das wäre ja eigentlich richtig billig, ne? Ja, ach, ansonsten, ich finde diese solche Varianten hier, das ist jetzt für mich eigentlich total uninteressant. Ich würde ja folgende Theorie aufstellen, dass sich Super 7 wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gedacht hat, ey, weißt du was, lass uns doch einfach nochmal hier die Form wiederverwenden. Hm, und ja. Vor allem, ich schätze mal, dass zu dem Zeitpunkt, nur eine Vermutung, sie schon wussten, dass die Lizenz nicht verlängert wird. Und sich gesagt haben, dann lass uns da echt nochmal was rausholen. Ja, ich meine, okay, ja, es ist ja immer so, man muss es sich nicht holen. Es ist ja auch kein Abo oder sowas, ne? Da bei denen sowieso nicht. Vielleicht für Customizer was. Ja, die sich vielleicht mal vernünftigen Anti-He-Man bauen wollen. Oder ein Faker. Ja. Oder ein Slime-Pitty. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, meine Güte. Jetzt ist nicht so schlimm, dieser He-Man, ne? Aber da gibt's eine Figur, die finde ich, oder zwei Figuren, die finde ich eigentlich noch hässlicher als den, muss ich dann sagen. Oder blödsinniger. Ich will jetzt nicht sagen billige Figur, aber es ist natürlich sehr einfach gemacht. Ne? Man kann es meinetwegen ja auch irgendwie als Dekoartikel vielleicht, ne? Fazit ist, nice to have, aber kein must have, finde ich. Absolut nicht. Ja. Richtig. Ja. Schreibt doch mal eure Meinung zu dem Teil in die Kommentare. Und ob ihr ihn euch geholt habt und was ihr davon haltet. Ist das eine coole Variante? Ist das eine billige Variante? Ja. Kann man halten von was man Ja, das ist, glaube ich, da so auch so eine Figur. Entweder mag man so oder nicht. Ne? Ja. In diesem Sinne. Danke für eure Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Und abonnieren. Und eskalieren. Nein, das bitte nicht.